Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities Skylines hier bei Heisenberg Zockt. Ja, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Deswegen auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das war jetzt ein Anfang. Eieiei. Ich lasse ihn trotzdem drin. Wir waren dabei zu gucken wegen den Straßen. Ich möchte aber den Fokus in dieser Folge primär aufs Bauen legen, denn wir sollen hier mal ein bisschen vorwärts kommen, damit neue Sachen freigeschaltet werden. Nur jetzt, wo haben wir hier exponierte Stellen? Hier haben wir eine. Das heißt, wir machen hier mal Vorfahrtsschilder hin, falls nicht eh schon welche da waren. Und gucken, wie es wird. Jetzt ist das wieder weg, jetzt ist es wieder da. Das sollte ja bessern. Da brennt es. Okay, da können wir nicht viel machen. Haben wir hier auch noch irgendwie was? Ich mache jetzt einfach überall mal, wo es rot ist, mache ich die Ampeln weg. Eben, falls es welche haben sollte. Hier auch mal noch. Hier oben. Und hier. Und wenn das nichts hilft, müssen wir breitere Straßen machen. Hier mache ich auch mal noch welche weg. Ja, jetzt denke ich so im Groben lassen wir das mal so stehen. Hier hat es gar nicht so viel Verkehr. Zumindest im Moment nicht. Vielleicht zu Stoßzeiten, dass es hier übler ist. Das kann natürlich sein. Gut, jetzt habe ich gesagt, wir bauen, damit wir hier vorwärts kommen. Wir brauchen. Im Moment bräuchten wir mal wieder Industrie. Okay, dann machen wir weiter Industrie. Ich möchte auch die dichter besiedelten Gebiete dann bald mal haben. Aber eben, ich möchte. Erst muss man auch was tun dafür. Man kann nicht nur möchten. Also möchten kann man, aber ob man es dann auch kriegt, ist natürlich, das steht auf einem anderen Blatt Papier. So, ein bisschen Industrie habt ihr. Immer gleich gucken wegen Wasser. Das reicht noch. Ich ziehe das jetzt aber trotzdem mal noch hier rüber. Kostet Geld, ich weiß, aber wir haben Geld. 100.000. Da können wir auch ordentlich was machen damit. Wo ist jetzt meine Straße hingekommen? Was habe ich denn jetzt angestellt? Ich dachte, ich hätte... Wollte ich nur? Ach so, nee, ich wollte nur hier runter. Hier habe ich ja die Straße hingestellt. Die haben jetzt so schnell gebaut hier, dass ich gar nicht mehr geschnallt habe, dass ich das gar nicht hingestellt habe, so wie ich es wollte. So wollte ich es nämlich eigentlich haben. Dann machen wir hier aber noch eine Querstraße, damit wir mehr Industrie hinstellen können. Brauchen wir noch welche? Ja. Laut Infodingens hier unten allerdings. Okay. Wasser haben wir, glaube ich, jetzt hier hinten. Jawohl, habe ich gemacht. Gut, dann könnt ihr hier Industrie machen. Ich könnte jetzt auch mal ein bisschen schneller laufen lassen eigentlich, aber ich gucke eigentlich lieber ein bisschen zu hier. In normalem Tempo. Denn wir haben uns das eigentlich auch fast zu wenig angesehen bis jetzt. Man ist immer nur am Basteln, Machen und Tun, guckt wegen Stau und Co. Aber so richtig das Ganze mal ansehen, das ja, gerät dann ein bisschen in Vergessenheit. Ist schon schön. Mir gefällt das. Wie sie da hier rumdüsen, nett. Okay, jetzt aber trotzdem zurück zur Arbeit. Oh, geschäftige Kleinstadt. 5000 haben wir immerhin. Die 7.500 haben wir leider noch nicht. Das kommt. Stadtplanungsrichtlinien. Okay, bestimmte Features ihrer Stadt oder Stadtviertel. Einzigartige Gebäude, da müssen wir auch mal nochmal reinsehen. Okay. Ölindustrie Spezial bei Ölvorkommen. Kostenloser Nahverkehr. Okay, das sind Richtlinien. Oh, neue Straßen. Okay, Autobahn. Autobahn. Krankenhaus, Polizei, Hauptquartier und. Da gibt's haufenweise neue Sachen. Gut, werden wir uns doch freudig dann gleich mal ansehen, würde ich sagen. Den Vogel hier oben, den haben wir immer noch, aber der poppt nicht mehr auf. Das kann man deaktivieren. Im Spiel selber, da braucht man nicht mal eine Mod. Da bin ich doch dankbar dafür. Dieses nervige Teil, echt. Warum haben wir hier denn so ein Brachland? Ich würde sagen, wir ziehen hier mal noch eine Straße durch, damit wir hier nochmal was hinstellen können. Und zwar brauchen wir Gewerbe. Ja, Gewerbe braucht man eigentlich immer. Verteilen wir hier mal noch zwischen rein, wo es passt. Hier zum Beispiel. Ja, und sonst können wir sie basteln lassen. Hier oben gibt es halt wieder Landwirtschaft. Wir müssen mal noch einen Industriezweig erschaffen, der eben nicht auf Landwirtschaft beruht. Das ist der Teil hier. Warum ist denn... Ah, hier oben ist normale Industrie. Okay, nee, da passt's. Wie angegossen GmbH. Okay, das ist definitiv kein landwirtschaftlicher Betrieb. Franks Fischstäbchenfabrik auch nicht. Ist ja nett.
reizend, was die hier für Namen haben. Okay, die Busse fahren, das ist auch bestens. Ich warte jetzt hier ein bisschen, bis sich was tut. Hm, da tut sich nichts, dann lass uns hier mal gucken. Was haben wir denn hier alles? Statue des Wohlstands, 25.000, okay, das sind dann halt eben doch die teuren Sachen. Die Statue ist die Personifizierung des Wohlstands der Stadt, Anforderung für den Bau des Weltraumlifts. Ja, das sind dann alles Sachen, die man später braucht für andere Gebäude, die dann freigeschaltet werden. 85.000, puhuhu, die Steuerbehörde, 18.000. Anforderung für den Bau des Kernfusionkraftwerks, okay. Apropos, wir gucken hier mal nochmal schnell rein. Nee, das passt. Aber wir können jetzt hier ein Ölkraftwerk bauen. Erzeugt starke Umweltverschmutzung. Okay, das macht das Teil hier aber auch. Hält sich, ja, 120 Megawatt, 40, also ist natürlich viel leistungsstärker und die Verschmutzung ist ein bisschen geringer als hier beim Kohlekraftwerk. Diese Teile haben wir eigentlich auch noch nie gebraucht. Die sind aber eben auch laut. Und die Ausgangsleistung mit 0 bis 20 Megawatt ist irgendwie auch nicht berauschend. Hier haben wir ein Feuerwehrhaus. Das kostet auch 60.000. Ja, das ist halt alles doch eher teurer. Hm. Hier haben wir Polizeihauptquartier. Brauchen wir im Moment alles nicht, würde ich sagen. Sonst können wir noch nicht viel machen. Dann lasst uns weiterbauen. Warum passiert denn hier unten nichts mehr? Los! Ich hätte gern, dass der grüne Balken rauf geht. Ich möchte Häuser bauen, denn Häuser bedeuten Einwohner und Einwohner bedeutet, dass wir hier vorwärts kommen. Sollen wir vielleicht hier der Straße entlang mal... Ich würde mal sagen, wir machen hier mal nochmal ein Wohnviertel. Das kann nicht schaden. Da bauen wir aber erst die Straße. Machen wir was... Ich würde mal sagen, hier machen wir gleich mal was Breiteres. Was Breiteres mit Bäumen. Wenn wir schon können mit Bäumen, machen wir jetzt auch mal mit Bäumen. Und zwar hier raus. Gleich mal bis hier hinten. 11.000. Okay, doch nicht bis ganz nach hinten. Wir machen mal nur 8.000. Und gehen dann hier rein. Gut, und jetzt machen wir die Querverbindungen. Machen wir auch mit Bäumen. Die machen wir aber mit ein bisschen dünneren Straßen. Machen wir das mal so. Da haben wir ordentlich Platz dazwischen. Okay. Haben wir jetzt hier wieder eine Ampel hingekriegt? Nein, das müssen eigentlich auch Schilder sein. Nö, nö, das sind Schilder. Schilder und Lampen. Gut. Also. Einmal diesen, einmal jenen, einmal solchen. Zack, zack, zack. Hier hat zwar keiner gesagt, wir brauchen das, aber ich mache es jetzt einfach mal ganz frech. Jetzt gibt es hier aber noch einen schicken Park dazu. Was haben wir hier denn noch? Einen japanischen Garten für 2.500. Den könnt ihr haben. Gut. Wie steht es mit Wasser? Reicht nicht bis ganz rauf. Dann setzen wir das noch bis ganz rauf. Jetzt haben wir hier wieder ein kleines Gebiet, was nicht abgedeckt ist. Immer noch. Sakra. So, jetzt. Hier auch noch runter. Dann haben die alle Wasser. Besten Strom haben sie automatisch. Solange zumindest, wie wir hier genug Strom produzieren. Machen wir. Gut. Zurück. Aha, die sind auch alle unterschiedlich beleuchtet. Das ist ja schon auch interessant hier. Gut, und dass die Bäume natürlich einen gewissen Sinn haben, ist auch klar. Man wohnt wahrscheinlich lieber in so einer Gegend, wo noch ein paar Bäume stehen, wie irgendwie hier unten in, hier in diesen Häuschen. Die sind schon einfach der Knaller, die Dinger. So, jetzt vielleicht kriege ich es mal hin. Ja, so richtig nah ran kommt man halt nicht. Ich weiß, es gibt eine Mod, da kann man nachher durch die Straße durchgehen. In der Ego-Perspektive. Die werde ich sicher mal noch nutzen. Dann können wir mal noch durch Los Heisenberghaus durchlatschen. Durchlatschen vor allem. Durchlatschen, so. und uns das mal in Ruhe ansehen. Aber im Moment, denke ich, macht das noch nicht viel Sinn. Ich möchte das Städtchen noch ein bisschen weiter ausbauen. Gut, wir brauchen Gewerbe, Gewerbe. Wo machen wir Gewerbe hin? Mal gucken. Ich würde sagen, wieder in die Richtung. Machen wir das nach dem gleichen Prinzip. Auch mit Bäumen. Die Straße hier raus und hier runter. Wir haben ja das Geld für irgendwas. Müssen wir es auch benutzen. Halt, Bäume wollte ich. Genau, dann machen wir hier auch wieder solche Querstreben. Mir wurde eh empfohlen,
möglichst quadratisch zu bauen, damit sich die Häuser auch entwickeln können. Wenn man das zu verknotet baut, so wie hier unten zum Beispiel, diese Häuser werden, selbst wenn sie aufgelevelt werden, werden die nicht mehr größer werden können, weil sie ganz einfach den Platz nicht haben. So, decken wir den Bereich hier mal ein. Und hier würde ich gerne nochmal Industrie machen. Und zwar generische, also nicht irgendwie spezialisierte. Ja, dann lassen wir das Ganze mal laufen. Ich mache jetzt mal schneller. So, damit ein bisschen Action in die Sache reinkommt. Oh Gott, sind die schnell. Formel 1 in Los Heisenbergos, okay. Wie sieht's denn aus mit den Staus? Ja, das hat sich schon merklich gebessert. Also diese Mod, ich muss sagen, die ist dann doch eigentlich Gold wert. Vielleicht hier unten noch Vorfahrtsschilder hin. Okay, dann sollte das hier auch bessern. Da brauchen wir nichts mehr, da brauchen wir nichts mehr. Halt, falscher Knopf. Ich wollte eigentlich nur den Traffic-Präsidenten hier ausschalten. Kriminalitätsrate praktisch nicht vorhanden. Feuersicherheit, da könnte man noch was tun. Überall, wo die Straße grün ist, kommen die Feuerwehrautos hin. Danke für diesen Hinweis, kam auch aus den Kommentaren. Das heißt, hier hinten sieht es eher ein bisschen duster aus. Was passiert denn, wenn wir ein Feuerwehrhaus hier hinstellen? Was macht das denn im Gegensatz zu dem hier? Lieferlöschung, okay. Und hier, dann müssen wir mehr Brandfälle gleichzeitig. Okay, die können auf mehr Brandfälle gleichzeitig reagieren. Und man sieht schon, wenn wir das hier hinhalten, wie das hier alles gleich grün wird an der Straße. Also sprich, das klappt dann auch mit der Versorgung der Feuerwehr. Jetzt wird hier nach Wasser geschreit. So, machen wir Wasser. Wer Wasser will, kann Wasser haben. So, jetzt haben wir hier. Sag mal, muss ich hier doch noch irgendwie diesen hier? Okay, jetzt ist aber Ruhe. Jetzt habt ihr Wasser und es wird fleißig gebaut. Sehr schön. Ich freue mich ja, bis hier dann mal ein paar Hochhäuser stehen. So richtige Wolkenkratzer. Aber das dauert wahrscheinlich noch einen Moment. Vergessen Sie nicht. Okay. Nee, das vergesse ich nicht. Aber das kostet auch ganz, ganz ordentlich Geld. Okay, was haben wir denn? 146. Oh, wir haben aber mehr Kranke, als wir heilen können. Das heißt, es wäre doch mal Zeit für ein Krankenhaus. Wir haben hier eine Arztpraxis wahrscheinlich, nehme ich mal an. Oder haben wir hier den Friedhof? Nee, das ist die Arztpraxis. Hier oben haben wir eigentlich nichts und hier unten haben wir auch nichts. Aber ich würde jetzt eher mal nach hier oben gehen mit diesem Krankenhaus. Hm, sagen wir mal hier. Das freut die Leute natürlich gleich wieder und ich möchte mir das ansehen. Hospital, hui, und da düsen, ich bin immer noch auf ganz schnell. Okay, da düsen sie raus, ich bin immer noch auf ganz schnell, jetzt bin ich wieder auf langsam. Hier ist ja ordentlich was los, was jetzt hier gerade in der kürzester Zeit ja hier an Krankenwagen rausgedonnert ist, heiliges bisschen. Aber die können auch wenigstens jetzt hier vernünftig fahren. Ja, die Polizei hat auch ein neues Gebäude, ist mir klar, liebe Spieler, aber das brauchen wir nicht. Verbrecher 14, Gefängnis ist auch okay und die Kriminalitätsrate ist niedrig, habe ich fast gesagt. Nein, niedrig, da das so ein tolles Städtchen ist, die haben hier keine Verbrecher. Guck mal, das ist so schön hier, da verbricht keiner. Aber jetzt haben wir hier wieder das Problem mit diesen fehlenden Arbeitskräften. Nee, krank. Ach so, okay. Ja, in dem Gebiet. Das ist halt, das ist dann das andere. Aber wenn den Fabriken hier die Arbeiter fehlen, da, hier haben wir es wieder. Dann muss ich mit den Häusern näher ran. Wenn ich mit den Häusern näher rangehe, dann gibt es hier die kranken Bürger. Dafür haben wir aber eigentlich genau das Krankenhaus gebaut. Ich werde mir das aber nochmal ansehen. Gesundheitswesen. Ja, wir haben hier natürlich nichts. Wisst ihr was, wir machen hier mal noch eine Arztpraxis. So. Denke, das müsste dem wieder entgegenwirken. Und ich gucke in die falsche Richtung. Ich möchte hier hochgucken. So, das sind aber alles eher kleinere Häuschen, die hier entstehen. Das hat nicht viel zu tun mit, dass das boomen würde. Was haben wir an Leuten? 5, 7. Das ist auch noch nicht in dem Sinn am Boomen. Okay. Und wir brauchen
laut Statistik hier unten brauchen wir auch nichts. Schade eigentlich. Vielleicht noch ein Park. Hier hinten haben wir noch nichts. Wir machen hier mal noch einen Park. Da hat es ja einen Moment. Machen wir den mal hin. Was haben wir denn hier noch? Platz mit Picknicktischen. Was ist das denn? Plätze? Das sind Parks und das sind andere Parks. Aha. Ein Tennisplatz. 4000. Macht der irgendwie Krach oder was? Nee, gar nichts. Okay, dann kriegt ihr hier unten mal noch einen Tennisplatz. Den möchte ich natürlich noch sehen. Okay, ist dunkel, ist mitten in der Nacht und trotzdem sind sie hier fleißig am Tennis spielen, die guten Leute. Die haben ja Nerven. Nur nicht dann am nächsten Tag bitte nicht arbeiten gehen. Das geht nicht. Denn wir brauchen die Steuern und wir brauchen gesunde Leute. Also auch nicht verletzen, wenn es irgendwie geht. Gut, nochmal kurz Straßen. Kann man so laufen lassen. Würde ich mal ganz frech behaupten, hier ist nichts knallrot. Hier oben haben wir immer noch ein bisschen ein Problem, aber wenn man jetzt hier mal guckt, das ist doch kein Stau. Was hat denn das Spiel? Das ist noch nicht hinterhergekommen mit der Berichtigung dessen, dass das hier eben jetzt läuft. Cool, das Krankenhaus bei Nacht ist natürlich auch durchaus ein Augenschmaus, muss ich sagen. Das sieht schon relativ cool aus. Und jetzt ist auch ein bisschen Ruhe. Jetzt düsen hier auch nicht dauernd wieder Krankenwagen raus. Ja, gut, mit diesem nächtlichen Ambiente würde ich mal sagen, schließen wir diese Folge mal ab und in der nächsten stoßen wir hier dann mal weiter rauf und dann sehen wir uns mal diese Autobahnausfahrt genauer an. Das ist ja auch ein Konstrukt, also wenn ich das bauen müsste, zum Glück steht schon. Gut, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!